Okay, dann haben wir das hier auch wieder überstanden. Ich nehme mal ganz kurz Aloe. So. Hui. Stimmt, kann ich mal nachgucken, ob mich einer angibt. Nee, hat er nicht. Sanity 89, das ist ja schön. So bin ich so unsanitiert. Nee, gar nicht. Oh, Cloth. Schädel. Nice. Sehr schön, dann kaputt hauen hier, den Nest. Wo wollten wir eigentlich hin? Da hin, ne? Yacht. Du wolltest mich zur Yacht bringen. Ah ja, genau. Gut, da bist du. Ah ja, Entschuldigung. Kein Problem. Gut. Dann kommen wir, glaube ich, am Arschloch vorbei, wenn wir in die Richtung hier gehen. Müssen wir eh. Wir müssen zu Gelb. Gelb ist Strand. Gut. So, wir sind am Scheißhaus. Weil das Schöne ist nämlich, wenn wir da jetzt zum Strand gehen, ist der zweite Kochtopf. Also für dich ein Kochtopf. Sehr gut, dann kannst du den nämlich auch nochmal mitnehmen und dann können wir... Nee, ich glaube, da ist kein weiterer mehr da. Nee, das sehen wir ja dann. Ja. Aber dann können wir nochmal einen Baum an. Ja, aber ich glaube, ich habe gerade eine Idee, wie wir in das Scheißhaus runterkommen. So. Ja. Nämlich so an der Mauer runterlaufen. Hier ist übrigens auch eine Feuerstelle, habe ich schon gebaut. Cool. Weil ich mir auch überlegt habe, dass man hier vielleicht so eine kleine Zwischenstation einrichten könnte, eventuell, wenn wir irgendwann mal Lust haben. Ja, und das hier, na, da müssen wir irgendwie runter. Wann? Jetzt? Nee. Dann, wenn wir genug Mut gesammelt haben. Gut, und Ausrüstung und Übermut. Und Übermut vor allem, ja. Genau, aber es ist schon beeindruckend tief. Und da würde ich vorher auf jeden Fall gerne speichern, bevor wir da runtergehen. Ja, oh ja, das ist. Und wir das könnt, sieht gut aus. Was wir, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten von hier oben, könnten wir Loks runterschmeißen und wenn wir dann unten sind, könnten wir uns so einen kleinen Shelter bauen. Stimmt, das ist ja auch eine Idee. Um dann da unten nochmal speichern zu können. Das ist super, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, ich weiß zwar nicht, ob die Loks dann, wenn sie unten ankommen, noch Loks sind, aber das probieren wir einfach. Wird ausversucht. Ja, richtig. So, da ist wieder der geile Campingstuhl, den habe ich mal runtergeschmissen. Ich weiß nicht, ob man sich draufsetzen kann. Nee. Aber das mal hast du die Ehre. Schmeiß ihn. Schmeiß ihn. Hab ich doch schon. Was? Der steht noch da? Nee, meiner fliegt schon. Meiner ist schon weg. Verdammt. Okay. Ach, das ist auch wieder kleinzeitig. Ja, scheinbar, ja. Jetzt fliegt meiner. Faszinierend. Ja. Alter, und die Berge da hinten, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Okay. Ich auch. Es gibt noch so fucking viel zu entdecken und da sind auch nochmal solche Türme zum Draufstellen. Die haben mir echt den Arsch gerettet bei der Strandparty, Mann. Heieiei. Türme zum Draufstellen? Ja, wenn du dahinter Richtung Berge guckst, siehst du doch diese drei höheren Gestelle. Vielleicht habe ich meine Sichtweite einfach niedriger eingestellt wegen. Ist egal, wir kommen noch an welchen vorbei. Ja. Genau. Hier geht's übrigens wieder in eine Höhle. Ich glaube, damit kann man auch die Schlucht umgehen. Aber dort möchte ich nicht. Okay. Welche Schlucht? Ja, so da das Scheißhaus. Ach so. Ja. Und da an den Zelten hier könnte man rein theoretisch auch speichern. Interessant. Ist da auch Zeug drin? Nee. Nee. Auch wenn hier irgendwelche Töpfe rumliegen. Interessanterweise, die man nicht nehmen kann. Ja, leider. Aber Ditte macht nichts. Hier ist auf jeden Fall meine Strandmarkierung und da vorne ist nochmal ein kleines Dorf. Mhm. Und wenn wir die Dinge hier kaputt, einfach weil ich es kann und weil da Stoff drin ist. Und da rennt ein Hase. Ja, komm. Jawohl, got him. Gut. Naps. Hase. Och, blöder Hund. So, was Hase, blöder Hund? Wie jetzt? hier sind nochmal Ropes, aber wir können keine Ropes mehr mitnehmen, ne? Fuck. Nee. Können wir die zerteilen und dann die Cloths mitnehmen? Was?
Ja, das wäre natürlich auch geil, weil da haben wir unendlich viel. Waterskin, Snowshoes, Rabbit for Boots. Waterskin? Was? Waterskin? Ich hab mal das Rope einfach mal reingelegt und da kann man wohl einen Waterskin draus machen. Aber frag mich jetzt nicht wie. Ah, so ein Getränkebehälter, ja. Okay. Genau. Ja, wahrscheinlich brauchen wir dafür so Rehfell oder so vielleicht. Rehfell kann sein, ja. Ja. Hier sind zwei Klopfer. Ich renne gerade einem hinterher, weil der ist so scheiße schnell. Jetzt ist hier nur noch ein Klopfer. Und es kann ja wohl nicht sein, dass das schon wieder dunkel wird, oder? Ich befürchte schon. Wo ist denn jetzt der zweite Klopfer hin? Also du rennst auch einem hinterher, hast gesagt, das war aber ja, nicht meiner. Wir sind jetzt auf jeden Fall beide am Strand jetzt hier bei mir. Ja. Hallo? Ja, ich habe sie beide jetzt erwischt, endlich. Voll gut? Bei mir. Ruhe. Nice one. Auch wenn ich nicht wirklich mit dem Speer richtig drauf gezielt habe. Aber in die Ecke treiben hilft. Ja. Ja, ins Wasser gehen sie nicht. Was willst du dann machen, ja, ne? Richtig. Haha. So habe ich meine ersten Lizards gefangen, indem ich sie immer geschnappt habe, wenn sie so gegen den Felsen gerannt sind und sich so reingebackt haben irgendwie. Dann habe ich einfach drauf kaut und dann, ja, ne? War ich satt. Jo. So. Achso, du bist noch da hinten. Kommen sie. Ja, ich bin nur aus der Puste. Achso. Ich würde auch sagen, wir rennen direkt mal weiter zur Yacht und machen hier jetzt keinen Stopp, weil es wird dunkel und Dunkelheit ist uncool an der Stelle, wie ich feststellen musste. Da stehen wir, deine Strandparty. Ja, da stehen wir dann den ganzen Nacht hier und versuchen mit Pfeil und Bogen die irgendwie abzuschnitzeln. Aber hier kannst du auf jeden Fall hochklettern und dich dann cool da oben raufstellen und von da oben, da war es halt geschützt und dann habe ich die mit Pfeil und Bogen hier runter geschnitzelt. Cool. Und eigentlich war mein Plan, mir da vorne in einem der Container eine kleine Base einzurichten, aber da wurde ich gestört bei. Das ist natürlich lästig dann. Ja. Ein bisschen. Und ich musste auch feststellen, dass die gar nicht so prädestiniert sind dafür. Leider. Aber die Kartons machen hier manchmal auch lustige Sachen, wie der eine, der hier gerade durch die Luft fliegt. Ich glaube, das würde er bei mir nicht tun. Da fliegt nur ein Vogel. Ja, muss mal abwarten, die fliegen schon irgendwann. Ja, doch, tatsächlich. Schon, ne? Also er ist ein bisschen geflogen. Ja. Oh, Schildkröten. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe nämlich hier auch schon mal mein Lager aufgebaut, aber weiter hinten. Okay. Also, da kommen wir auch nicht vorbei dran. Hier gibt es auf jeden Fall massenhaft Alkohol. Oh ja. Warte mal, kann ich jetzt nicht? Ich kann noch meine Beile zu Brandpfeilen machen, ne? Was kannst du? Meine Pfeile zu Brandbeilen. Ja. Dann brauchst du Alkohol und Klopf. Jo. Seesterne. So viele Seesterne. Da kann ich nämlich auch wieder Sprit mitnehmen. Das ist auch immer schön. Ja. Ah, hier lag Medizin auch mit rum. Boah, ja, das ja. Ja, alles klar mit dem Sprit. Das reicht. Was denn? Also, wenn du mal irgendwie 100.000 Pfeile machen willst, ja, brauchst du hier einen Strand. Warum? Die vor. Achso, welcher? Ja, halt, also, wie Zeug rumfliegt. Welcher Alkohol meinst? Ja. Ja. Was? So, ich überlege jetzt gerade. Da ist die Yacht. Das kleine Ding da. Ruder mich, du Stück. Hau dir gleich mit dem Speer auf den Arsch, du. Yacht, sagt er. Nein, ich überlege gerade, wo die Yacht denn war, aber ich glaube immer hier am Strand entlang, dann finden wir sie. Ja, glaube ich mich auch langsam wieder dunkel dran zu erinnern. Ja, da vorne müsste irgendwo diese Halbinsel kommen mit diesem heiligen Baum da, das Riesending, und dahinter kommt dann die Yacht. Wo bist denn du schon wieder? Rechts von dir. Ach da, naja. Ja, aber hier habe ich mir nämlich letztes Mal meine Basis aufgebaut. Ah, okay. Das erste Mal, wo ich gespielt habe, da am Strand. Also hier. Okay. Weil da kommen nämlich jeden Tag
einen Arsch voll Schildkröten raus. Ja. Das heißt, du hast erstens zum Essen, zweitens mit dem Panzer hast du denn am ersten Tag ungefähr fünf so Regenschalen aufgestellt. Ja. Und fertig. Dann kannst du dich spazieren gehen. Nur das Holz dahin zu schaffen für die Dinger ist ein bisschen lästig. Das ist richtig, ja. Palisade. Ja. Da habe ich mir auch meinen Schlitten gebaut. Ah, okay. Logischerweise. Ja. War ja auch notwendigst. Würde Sinn machen zumindest. Ah, Mist. Eichhörnchen verfehlt. Was hast du? Ah, da waren gerade zwei Eichhörnchen. Also ich habe sie verfehlt. Ja, Eichhörnchen geben nur Generic Meat und das ist ja für den Arsch, wie gesagt. Da ist der gigantische Anker und dann müsste hier an dem Zelt, glaube ich, war der Topf. Und ich schau mal, ob... Oh ja, es ist für mich auch wieder einer da. Aber nimm erst mal du. Nicht, dass es tatsächlich nur einer ist. Hab ihn. Hervorragend. Dann habe ich jetzt auch einen zweiten. Perfekt. Das ist gut, weil dann können wir wirklich schön Harz sammeln auch. Was schon rum? Da liegt ja ein Hai. Ja, dem kannst du den Kopf abschlagen und ich glaube, den kann man als Deko irgendwie aufhängen in seiner Bude. Ach stimmt, da kann er so Kopfdeko Schmarrn machen. Genau, ne? Aber die kannst du nicht ins Inventar packen, sondern die musst du hintragen. Ja. Also mal zum Trinken. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Möglichkeit, Cola zu besorgen. Ja, eben. So, da vorne ist die Yacht. Ah, der Baum. Wo ist die Yacht? Geradeaus. Achso. Oh, und hier ist ein Haufen Gemüse. Gemüse? Ja, Heilpflanzen und so. Geil, was Aloe wäre gut. Ich brauche Aloe. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber ich habe hier ist Marigold. Ja, das hier Zeug kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Ich brauche erst Aloe. Wir sollten uns vielleicht auch mal so einen Aloe-Garten anlegen. Stimmt. Ich habe sogar Aloe-Seeds, also von daher... Ja, habe ich auch. Ah, ich sehe die Yacht sogar. Ich bin begeistert. Und hier bin ich auch gerade so dem Tode entkommen an der Stelle. Uiuiui. War sehr spannend alles. Oh, oh. Ja, das glaube ich dir. Was? Nee, ich dachte, ich falle hier runter, aber Gott sei Dank doch nicht. Gut. Ach ja. Ja, das Spiel ist schon echt sehr, sehr nice gemacht einfach. Mhm. Das auf jeden Fall. Achso, du bist noch da hinten. Hier sind sind Koffer, aber die sind schon offen. Also da war ich schon aktiv. Die Frage ist jetzt, ob sie bei dir vielleicht zu sind. Das wäre interessant zu wissen. Ja, sehen schon mal relativ offen aus. Was ist das hier denn? Alter, hier ist so ein... Was ist das? Was denn? Komm mal her zu mir. Siehst du das hier am Boden liegen? Das ist gekrabbelt und hat geschrien, als ich draufgeschlagen habe. Das ist ja ekelig. Ich glaube, das ist eins von diesen berüchtigten Babys, die ich schon in diversen anderen LPs gesehen habe. Eklig. Das liegt rum. Das wird auch auf jeden Fall noch spaßig werden. Nee, die sind alle offen. Ja, okay. Und leer. Da kann man tatsächlich nur einmal münzen. Einmal koffern. Koffer, Münzen. Ja, ich frage mich, wo wir... Münzkoffern, die sind auch auf. Wo wir, Münzen herbekommen. Ja. Oh, hier sind Bilder. Und eine Kassette. Bilder. Die Kassette habe ich schon. Die Kassette nimm mal mit. Habe ich... Oh, Bilder. Ja. Ja, das Bild habe ich ja auch schon. Ist ja lame. Das Yachtbild. Ja, genau. Und da schwimmen wir jetzt mal rüber, weil ich glaube, da verbringen wir dann auch die Nacht eventuell, wenn man da schlafen kann. Gut. Probieren wir einfach. Ja. Ich hoffe nur, dass hier keine Haie rumschwimmen. Schwimmen manchmal Haie rum? Ja. Oh-oh. So heißt es zumindest, aber ich habe noch keinen getroffen bis jetzt, glücklicherweise. So. Ja, hier unten ist dann auch der Radiospieler für dich. Und ein Haufen Snacks auf jeden Fall. Und wir können hier schlafen und speichern. Aber noch nicht schlafen können wir, also es dauert noch. Cool. Genau. Zeug liegt rum. Kaffee. Ja, richtig. Eine Milchtüte. Eine Milchpackung. Eieiei. Missing.
So, und der Radio, der Discman, Kassettenrekorder hat mich ganz schön geärgert. Wieso? Weil ich nicht wusste, wie man wieder ausschalten kann. Er kann es, der ist lustig. Oh, und was zum Essen. Noch was zum Angucken. Noch ein Foto. Kloff liegt hier. Aha, hallo? Hallo? Ja, ist ja, Entschuldigung. Nein, hä? Was denn? Ich komme nicht rein, weil ich hier schweb. Oder muss. Achso, ich muss mich ducken, okay. Das ist eine Schiffskabine. Ja, und da liegt ein Toter. Wollen wir hier schlafen? Ja, wir nehmen die andere Kajüte. Geht auch noch nicht.